Herzlich willkommen zurück zu Zomb Raider mit dem Project Roson 3 Modpack und dem Spooky. Und der Sandy, herzlich Hallo. Willkommen. Hi. Zeigen wir uns, wie man Plastik automatisiert. Wir haben euch ja in ein paar Folgen vorher gezeigt, wie man Plastik herstellt. Jetzt haben wir es automatisiert. Genau. Wie ihr sehen könnt, haben wir einen Redstone-Service aufgestellt. Was machst du denn da? Ah, das war mein Schwert. Toll. Okay, und dann haben wir halt mit einer Kiste verbunden und mit dem Analog-Crafter. Ich sollte genau. Analog-Crafter, genau, das ist das hier. Genau. Ja, haben wir den auch gezeigt? Ja, den hatten wir auch gezeigt, Den hatten wir auch gezeigt, genau. Genau. Also wir haben hier nur den Redstone-Furnace, da haben wir immer noch ein bisschen rumgebastelt vor der Aufnahme, weil wir hatten hier einen normalen Furnace stehen, da hat das nicht so funktioniert. Ja. Wegen Ausgängen, Eingängen und so. Der hatte das Plastik, nicht ausgesaugt. Komischerweise trotz Filter und ja, und trotz richtigen Einstellungen. So, dann kann der Spooky ja mal erklären, wie wir anfangen. Ne? Also gut, das Grundprinzip ist ja klar. Das Ganze hier wird hier zu Dry Rubber, ne, heißt das Ganze. Genau. Verarbeitet. Und das wird hier in den Düsch, das hier, wir sehen hier, haben wir so Filter reingebaut über Itemkonduits. Überall. Ne? Ja, aber hier ist überall der grüne Pfeil quasi, ne? Genau. Und dem folgen wir jetzt. Und dann sehen wir hier oben, da geht das rein. Da kommt das, also das ist quasi von hier, wo das Dry Rubber hergestellt wird im Analog Crafter, läuft es quasi hier durch diese alten Konduits per Filter hier den grünen Weg lang. Genau. Und geht hier in den Redstone Furnace. Dann klicken wir auf den Redstone Furnace und auf Configuration. Ja. Delta Auto Input, also die Pfeile, die zwei, die da sind, beide auf Enabled. Welche Pfeile? Ah, ja, genau. Auto Input, Auto Output. Enabled. Und, genau, und oben müsst ihr den Input einstellen, oben da, wo dieses blaue Viereck ist, damit auch wirklich das Dry Rubber in den Ofen reinkommt. Ah, ihr könnt da den Input quasi festlegen. Du könntest jetzt auch von der Seite kommen lassen und genau. Dann. Cool. Deswegen, das ist der Vorteil vom Redstone Furnace. Ihr könnt quasi die Ausgänge belegen oder so, ne? Gegenüber dem anderen Furnace. Deswegen hat das auch nicht. Ah, okay. Gut. Ja, dann haben wir jetzt den Ausgang, wenn man da vorne steht, quasi rechts, ne? Wenn man jetzt den Furnace so sieht, das ist die Front, ne? Und dann ist hier rechts. Output. Warte mal, aber warum da rechts geht ja gar nichts? Rechts kommt doch die Stromleitung rein, oder? Die Stromleitung ist hinten drin. Achso, warte mal, wo sind die? Ach nee, hier ist er, ja, genau. Ja, okay. Wenn wir jetzt draufklicken, ihr seht, das ist jetzt die Front. Da oben ist das Dry Rubber. Also hier ist der Eingang und hier der Ausgang. Also hier wird der Dry Rubber reingeführt. Und hier führen wir quasi das Plastik, das dann entsteht im Furnace. Ist da jetzt schon irgendwas durchgeschmolzen? Ich habe gar nicht aufgepasst. Ja, gerade, als du rangekommen bist. Ah, okay. Da wird jetzt Dry Rubber, das dauert immer ein bisschen, wird das hier eingefügt, dann brennt der das. Wir haben den ja auch mit dem Strom verbunden, mit unserem Stromnetz. Und führt das dann quasi in die Kiste dort hinten rein. Dafür brauchen wir, warten jetzt mal kurz, bis es nochmal durchgeht, aber ich zeige schon mal. Da müssen noch drei Tiny Rubber hergestellt werden. Ah so, ja, der muss ja immer erstmal viele Tiny Rubbers herstellen, genau, das ist Dry Rubber, ne? Ja, genau. Genau, Analog Crafter und dann. Deswegen dauert das so lang. So, dann zeige ich euch in der Zeit einfach hier mal das Item-Konduit. Dafür gleich braucht kommt da eins. Guck mal. Da. Ja, da ist es. Und jetzt seht ihr, es wird gebrannt, bopp, und weg ist es. Dann wird es nämlich hier weitergeführt über diesen grauen Filter hier quasi hier in die Kiste. Und da haben wir unser Plastik. Genau, ihr müsst dann aufs Ende vom Konduit anklicken, dieses, was an dem Furnace dran ist. Und da stellt er dann Extract ein auf irgendeine Farbe, andere Farbe. Also das darf nicht dieselbe Farbe sein wie oben, also oben haben wir ja grün. Genau. Und unten, genau, grün ist. Weil wenn wir das jetzt mal zum Test hier grün machen würden, geht das? Nein, hör auf. Grün, dann führt er die Kohle hier rein, ne? Oder, das Dry Rubber würde. Da ist ja keine Kohle drin. Ja, stimmt. Wir haben ja keine Kohle mehr. Oh, nicht verstellen. Cray, so. Verstellen. Ne, ab wieder Cray. Aber dann würde er das jetzt quasi, würde er hier irgendwie, wenn wir die beiden jetzt auch grün machen würden, würde er wahrscheinlich das Dry Rubber, bevor er es schmilzt, direkt in die Kiste reinmachen, oder? Rein theoretisch. Nee.
weil es ja automatisch im Ofen schon reingeleitet wird. Wenn du hier was verstellst, dann wird es gar nicht reingeleitet. Ach so, ja, aber ich habe jetzt gemeint, wenn wir das jetzt hier grün machen würden, würde er das ja wahrscheinlich direkt weiterleiten, oder? Ah, nee, du hast ja noch den Filter eingestellt, dass es Dry Rubber ist, ne? Oder so, irgendwie, ja. Auch nicht. Nee, da braucht man keinen Filter. Ah, okay, weil man könnte das jetzt auch noch filtern, was der transportieren soll. Da könnte man quasi über eine Leitung das vielleicht sogar machen. Rein theoretisch, keine Ahnung. Auf jeden Fall habt ihr dann jetzt gesehen, dass er das Graue hier raustransportiert. Das ist dann diese Plastik, unser Plastik. Ja, weil wir den Redstone Furnace ja auch so angelegt haben. Das ist eigentlich schon ein etwas komplexeres Thema. So, und dafür braucht er diese Item Conduits. Ja, genau. Einmal. Und die baut er hier mit Pulsating Iron Nuggets. Und genau, das haben wir in der vorletzten Folge, glaube ich, gezeigt, wie man das macht. Das macht ihr in der Smeltery zum Beispiel. Da schmeißt er einfach eine Enderperle rein und einen Iron Ingot. Und dann, wenn sie schmolzen ist, vermischt sich das miteinander und wird so ein Pulsating Iron. Und dann könnt ihr das natürlich rausholen als Ingot. Haben wir ja, wie gesagt, vor ein paar Folgen gezeigt. Ja, genau. Kann ich mich zwar nicht mehr dran erinnern, aber... Okay. Dann zeigt man noch, wie man den Binder macht. Genau, den Binder brauchen wir ja auch noch. Conduit Binder, und da müsst ihr einfach, Conduit Binder Composist. Hier genau, Redstone den musst du anklicken. Ah, ja, genau. Ja, Sand. Clay, Gravel, Sand. Oh. Ja, genau. Und Clay, und dann könnt ihr hier diese Conduit Binder machen. Genau, also diesen Komposit. Und dann genau. In den Ofen rein braten. Genau. Dann bekommt genau. Ihr den Binder. Richtig. Okay. Dann hätten wir das Item-Conduit. Da kriegt er dann eben auch direkt mal 8 Stück, aber es ist ja auch ein bisschen Herstellungsprozess, bis man es hat. Und was zeigen wir jetzt als nächstes? Was bräuchte man jetzt als nächstes? Wäre jetzt wichtig, denn... Ne, da haben wir ja eigentlich alles jetzt dafür, alles, ne? Genau, ist alles automatisch. Und wie entstehen diese Filter hier? Genau. Du musst noch den Filter zeigen. Ist das der Basic-Filter? Ist das ja, das? Der Basic-Filter, genau. Der ist hier drin, okay. Im Insert. Also da an der Kiste dran. Ah, ja, genau. Da, Basic Item Filter. Ah, da hast du eingestellt, dass nur... Dass nur Plastik da reinkommt. Genau. Mr. Bombastic. Kannst du dir zeigen, wie man den Basic Item Filter... Genau. Also hier ist eigentlich recht simpel. Ne? 4x Papier. Und in der Mitte ein Hopper. Hopper, 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 Reiter. Und so geht nicht Hopper. Nicht lustig. So, okay. So habt ihr das. Genau, Dennis, dann packt ihr den bei Insert in den Basic Item Filter Slot. Ups, das war die Kiste. Jetzt klingelt mein Handy. Look, my hand. Machst du kurz Cut? Nein. Da haben wir also den Basic Item Filter und der ist, wie gesagt, auf Plastik eingestellt, dass da nur Plastik reingeht. Genau, wenn er auf Edit Filter Settings, könnt ihr da Plastik reinpacken. Wird auch nicht verbraucht oder so, das wird wirklich ein bisschen markiert. Und das muss auf Whitelist stehen. Ja, genau, weil ihr könnt es auch auf Blacklist stellen, quasi, genau. um Sachen auszuschließen, die er nicht holen soll, sag genau. Ich mal, ne? Genau. Ja, wie beim Server. Es wird nachher auch Blacklist Sandy and Matt gemacht. Ja. Dass sie hier nicht weiter bauen kann und ich nicht mehr nachvollziehen kann, was wir überhaupt haben hier. Dann zeigen wir jetzt mal die kompakten Drawer, oder? Ah ja, die habe ich selber noch nicht gesehen. Boah, wie cool ist das? Praktisch, da kannst du die Ore-Pieces werden da reingeleitet und die werden automatisch in Ore-Chunks umgewandelt. Ach, okay. Genau. Kannst ja mal zeigen, wie man so ein Compacting Drawer craftet. Compacting Drawer, da ist er. Ja, recht easy. Auf den ersten Blick. Und dann haben wir hier nochmal so Half-Drawers und Basic-Drawer. Genau, und die sind ganz easy. Du kannst dann den normalen nehmen. Da braucht er eine Truhe, also einen Chest. Und die packt er in die Mitte vom Crafting-Feld. Und dann macht er eine Plank-Reihe oben und eine Plank-Reihe unten. Dann kriegt er den Basic-Drawer. Ah ja, genau, da haben wir ihn. Ja, Basic-Drawer. Ich hatte gerade zwei Basic-Drawer, deswegen war zwei Truhen drauf. Genau, falschen erwischt gehabt. Umso mehr Drawer, also umso mehr Felder die hat, umso mehr Dings, aber man kann auch den normalen nehmen. Genau,
So, und wie funktioniert das ganze Zeug dann überhaupt, wenn man jetzt so einen Basic Drawer da hat? Na, das erstmal noch gar nicht. Erstmal stellt so. Man die auf, denn, ne? Hast du ja gezeigt, wie man die craftet. Dann braucht man den Drawer-Controller. Den Drawer-Controller, das genau. Ah ja, den haben wir hier nämlich auch, den Drawer-Controller hier. Ja, der ist auch wieder mit Basic Drawer und Redstone Comparators, also so Vergleichsgeräte, und ein Diamant. Redstone Comparator ist hier mit Nether Quartz herzustellen. Den habe ich selber nie viel gebaut, den Comparator, nur den Repeater. Aber der Comparator hat ja auch geile Funktionen in Minecraft. Aber da war irgendwie, da war ich schon nicht mehr so im Minecraft-Universum drin, als man mit dem wirklich was machen auch konnte. Das Stone und Nether Quartz. Genau. Und dann habt ihr den Thrower Controller. Also der kontrolliert das Ganze, der macht quasi, glaube ich, einen Abgleich, ne? Macht der dann so irgendwie. Nee, der verbindet die ganzen Drawer miteinander, wenn du direkt so. Verbindest, also du musst es direkt an einen Compacting Drawer dran stellen. Der verbindet dann halt alle miteinander. Da brauchst du nicht. Nimm mal ein Item da raus oder ein paar. Nimm mal mit Linksklick, ja. Genau, ganz normal wie bei den anderen Drawern. Und dann klick mal rechts, halt mal Rechtsklick gedrückt, wenn du auf über den Controller gehst, dann wird sortiert er halt automatisch ein. Ach so, ja. Das ist der Controller, Rechtsklick. Ah, jetzt, ja, der sortiert das jetzt in den richtigen Slot ein, ne? Genau. Ja, das ist das, was ich gemeint habe. Der Controller vergleicht quasi Werte und ordnet sie dementsprechend dann richtig ein. So durch den Comparator, also so würde der Comparator das quasi machen oder so irgendwie in der Art. Das ist so irgendwie so ein Hirnfuck. Kannst du noch zeigen, wie man den Controller Slave macht? Den braucht man nicht unbedingt, um Sachen einzusortieren. Ich habe ihn trotzdem gecraftet für die Quest, weil man halt die Quest braucht. Ja, der hat hier auch wieder das Ganze, also das, die gleiche Basis, nur ein Gold-Ingot anstatt ein Diamanten-Ingot. Den Controller-Slave. Ja, Mikrocontroller-Technik. Slave. Sklave ist das da. So, ja. Du mein Sklave bist. Und Master gibt's auch. Master gibt's nicht. Ich bin der Master. Doch, mit Mikroprozessoren ist das. Mikroprozessor-Technik. Aber davon habe ich keine Ahnung. Das hatte ich im Studium mal gehabt, aber das ist nicht so meins. Ja, Synchrons haben wir das mit unserer Chest verbunden, die mit dem. Wie heißt das denn? Collector. Mit dem Thief halt verbunden ist sozusagen der Advanced Item Collector. Also wenn wir jetzt hier Gravel drin haben, dann wird jetzt automatisch ja hier die Items drin eingesogen und in die zweite Kiste geschoben. Man kann auch eine Kiste bloß nutzen, aber ich nehme zwei, weil wir meistens viele produzieren. Ja. Und den nicht immer leeren wollen. Und dann haben wir das mit einem Item-Conduit verbunden, den Controller mit der Kiste, weil in dem Controller der alles reingeleitet wird. Dafür haben wir grün genommen. Und da braucht man auch keinen Filter, soweit ich weiß, oder doch? Und doch, da braucht man, glaube ich, einen Filter, oder? Nee, habe ich ohne Filter gemacht. Jetzt auch okay. Stimmt, wenn die Drawer voll sind, also schon zugeordnet sind, sortiert er nicht irgendein Crap ein. Ah, okay. Der wird auch nicht verstoppt, der Item Collector. Das ist nicht so wie bei dem. Die werden ja verstoppt, wenn dann falsche Items reingesaugt werden. Und du hast das jetzt quasi selbst festgelegt, was hier auch reinkommt, ne? Das habe ich selbst eingesortiert einzeln und dann wurde rausgesaugt. Genau, du ziehst das quasi einmal ein, um dem eine Grundlage zu geben, wo er die Teile einsortieren soll. Ich kann ja mal Gravel holen für das Steve, dann können wir das ja nochmal zeigen. Oh, ist schon wieder fast voll hier. 3, 4. Oh, ja. Warum habe ich eine Truhe? Achso. Ah, das ist ja automatischer Gravel-Hersteller, genau, und Sand. Genau, das zeigen wir in einer anderen Folge. Also, wir haben noch ein bisschen was zu zeigen. Auf jeden Fall. So, hier macht er, der Mechanic User tut sein Werk und siebt das Zeug. Genau, und wird jetzt weitergeleitet hier in die zweite Kiste und automatisch einsortiert. Kannst ja mal reinklicken in die zweite Kiste, dann sieht man das. Ja. Ja. Zack, 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 weg ist es. Zack, zack, zack. Total schnell mit dem Item-Conduit. Nice. Das ist schneller als die Item-Nodes, als die Transfer-Nodes. Ja, das ist nice. Für diese Folge, würde ich sagen. Ja. Mal so ein bisschen mal Plastik-Automatisierung. Genau. Und hier Ein Sortieranlage. Auf Vergleichssystembasis, ja. Coole Sache. Warum ist denn da oben so ein Reagenzglas drauf? Ist das ein Schlüsselloch?
dessen Schlüsselloch habe ich verschlossen. Ah, okay, du hast verschlossen, genau. Ah, okay, wenn cool. Wenn die nämlich leer ist, zeig ich dir mal, ich hole mal alles raus, dann bleibt oben das Ach so, ansonsten könntest du es ganz leer machen und dann wäre das Item auch weg. Also dann würde er es quasi neu zuordnen, ne? Dann würde der Diamanten oder sowas reinpacken. Ah, ja, genau, genau. So. Ah, Diamanten! Den Schlüssel kannst du auch noch schnell zeigen, wie man den macht. Den, Achso, man muss auch noch einen Schlüssel machen. Draw Key, gib mal Draw Key ein. Ist ganz easy. Draw Key und dann Upsa. Den gelben Key anklicken. Alter. Ah ja. Gelben Key. Hier ist er. Ja, Gold Nugget, Gold Ingot und ein Upgrade Template. Das kannst du ja mal zeigen, wie man das macht. Da kann man auch wieder. Ah, schon wieder den Basic Core, genau. Genau. Und einfach Sticks. Oh, so easy ist das eigentlich. Das ist nice. Dann das verschließen mit Rechtsklick, wenn er mit dem Schlüssel auf diese Fächer geht. Was ist ein Draw Key Button? Das ist auch. Braucht man nicht. Also, jedenfalls wüsste ich nicht. Ich wüsste nicht, für was das ist. Das wäre ja. Mal informieren, genau. Ja, könnt ihr gerne in Kommentare schreiben. Was da kann man draufdrücken, um was aufzuschließen oder was vielleicht. Also, vielleicht kannst du da auf- und zusperren damit mit dem Button. Weil du quasi einen Button hast und könntest ihn betätigen. Als so könnte ich mir das vorstellen. Tor Key Button, drückst du drauf, ist es verschlossen. Drückst du nochmal drauf, ist es oben. Den kannst du ja auch mit einem Key machen. Brauchst du ja nicht extra einen Button für. Nö. Aber ein Button heißt halt ein Button. Du bist so ein Button, ey. Gut, dann sagen wir mal danke fürs Zuschauen wieder. Knopf an den Button genäht. Beim nächsten Mal vorbei, wenn Herr Spucki da Müll labert. Ja. Genau. Grosson 3 und Tomb Raider. Jana Spooky. Und Sandy Croft. Und vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und seid das nächste Mal wieder dabei. Schönen Tag. Tschü, tschü, tschü mit Ü. Bye. I need